Ja, mijn quiz, mijn quiz. Dus zijn fijnste weer. Maar nu wel. Zo ga ik wel met de slaaf op. Ja, wir wissen es eh, opa. Ja. Das geht ganz auf die drauf an. Wenn du mehr auf der Gemeinde bist, wie bei deiner Frau, dann bleib du auf der Gemeinde, ich geh zu deiner Frau. Ja? Die ersten zwei Tage waren wir stark und die letzten fünf Tage waren immer besser und nächste Woche fahren wir weiter bis Rom. Ja, fesch! Bravo! Ja, danke Landeshauptmann, danke Bezirkshauptmann, danke Leon für das Anschneiden unseres 900 cm langen Nussknobels. Der Nussknobel kann ab sofort. Der Leon hat ja vorhin erwähnt, dass er ein sehr gutes Team hatte für die Durchführung dieser großen Feierlichkeiten. Und wir haben uns dann gedacht, wenn die Feierlichkeiten vorbei sind, soll er mit seinen Verantwortlichen ein gutes Fläschchen Wein trinken. Hier haben wir die Nuss und sofort haben wir dann den Bauch und fertig ist Nussbauch. So einfach ist es natürlich nicht. Haben sich die Wartberger tatsächlich vor den Nussbachern gefürchtet? Heutigen Gasthaus Notecker ist ursprünglich ein sogenannter Althof gestanden und der dürfte ähnlich wie eine Burg befestigt gewesen sein. Wir sehen Nussbach aus vielen Ansichten und Blickwinkeln. Die Landschaft und Form der Insel. Herzlichen Dank, Günther, für deine vielen Stunden, die du verbracht hast. Es hat funktioniert, die Technik hat gehalten, was es versprochen hat. Lieber Leo, sag du ein paar Worte zu unserem Günther. Bern war es eine Freude, einfach für uns aktiv sein zu dürfen und sich zu präsentieren. Günther, wir danken dir herzlichst und wir möchten dir als Dankeschön für deine Initiativen für Nussbach, die Nussbacher Nuss, überreichen. Von Nussbach bin ich. Kennt sie sehen? Ja klar haben sie gemacht, beim Attersee. Unser Leben war sehr bescheiden. Oft hat geheißen Hungerleiden. Waren auch die Felder reich bestellt. Besonders für deinen Einsatz darüber hinaus über deine berufliche Verpflichtungen, dein gesellschaftliches sich einbringen für Nussbach. Ja. Ist nicht nur ein exzellenter Unternehmer im Werkzeugbau, sondern auch in der, er gibt einen Fortschritt vor in der E-Mobilität. Mit der Goldenen Dame
Wirtschaftsanzeiger eine Nussbar ausgezeichnet. Und zwar für dich spricht, du bist Garant für Erfolg. Wir haben das über Jahrzehnte bei Leistungsschüssen miterleben dürfen. Und Nussbacher, der Vizebürgermeister, der durch das Programm führt, hat offensichtlich mit meiner Körpergröße ein Problem gehabt, weil er es dreimal erwähnt hat. Lieber Herr Vizebürgermeister, du magst deine Sache sehr gut, aber du musst noch lernen zu unterscheiden zwischen Länge und Größe. Dass zwei Nussbacher erforderlich waren, um einen erkrankten Pfarrer ins Stift zu tragen. Ehrlich gesagt, heute waren es drei, die wir brauchen, damit sie ins Stift bringen. Nussbach, meine Heimat.